Willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es wieder um Cosmos, aber diesmal einfach, wie du sehr, sehr leicht dein Portfolio tracken kannst und das mit einer Software und wie du deine Steuern machen kannst. Die allererste Seite heißt 0x-Tracker, aber ich glaube, die haben sich mittlerweile umgenannt. Das, wenn man die Website öffnet, heißt es Optical Finance. Das heißt, die wurden wahrscheinlich aufgekauft. Dort können wir eine Adresse eingeben und dann bekommen wir alles angezeigt, was auf dieser Adresse ist. Das heißt, wenn wir eine Cosmos-Adresse reingeben, sehen wir, was er auf Osmosis staked, was er auf Osmosis hat, was er bei Juno staked und so weiter und so fort. Und zum Anschauungsbeispiel machen wir das einfach mal mit meiner Adresse. Da gehen wir oben in Kepler, kopieren die, fügen die hier ein, let's go. Und schon lädt sich das ganze Portfolio. Das habe ich ausgemistet. Das heißt, ich habe im Moment diesen Wallet leergeräumt und alles auf einen Nano X gemacht. Und hier sehen wir noch die ganzen, also hier sehen wir die Auflistung von kompletten Betrag, der drauf ist. Dann die Wallet Balance, also praktisch im Endeffekt, wie viel liquide ist, dann wie viel gestaked ist und dann noch die Pending Rewards. Wenn wir runtergehen, sehen wir die einzelnen Assets, die liquide sind. 8 Nether, 6,17 Atom, das passt auch, wenn ich hier drauf gehe. Dann sehen wir hier 6,17 Atom. Wenn ich auf die Juno Chain gehe, dann müssten wir dann auch diese 8 Nether sehen. Genau hier. Das heißt, das ist schon relativ akkurat. Und hier kann man sich auch noch die anderen restlichen 22 Assets anzeigen gehen. Wir können mal gucken, ob Raw mittlerweile drin ist. Raw ist anscheinend noch nicht drin. Also da fügen die auch dann immer die Chains hinzu, die halt dazu kommen. Hier unten sehen wir dann noch die Pools, in denen ich bin, also Atom Osmo, Juno Osmo, UST. Ja, brauche ich nichts zu sagen. Juno Atom bin ich noch auf Uniswap dann in dem Pool drinne. Und dann haben wir noch die einzelnen Staking-Positionen. Hier stake ich noch 63 Osmo. Wenn wir das anschauen wollen und dass das stimmt, können wir auch wieder auf die Osmosis-Chain gehen, gehen hier auf Stake. Dann öffnet sich hier das. Und dann sehen wir hier, dass die 63, dass das auch stimmt. Also das heißt, hier kann man relativ leicht sein Portfolio tracken und das machen wir nochmal mit einem anderen Beispiel. Dafür gehen wir einfach mal auf MintScan und schauen uns da die Cosmos Chain an. Dort können wir die einzelnen Transaktionen uns anschauen, die gerade durchgeführt werden auf der Blockchain. Wenn wir drauf gehen, nehmen wir einfach mal irgendeine random Transaktion raus und suchen uns die Wallet raus. Hier sehen wir zum Beispiel mal 2000 Atom. Gehen wir mal direkt drauf. From to, gehen wir die To-Adresse, gucken wir uns die an. Sehen wir 22.000 sind da drauf. Wenn wir die Adresse kopieren und hier einfügen, können wir uns das komplette Portfolio anschauen. Kann sein, dass natürlich nur Atom staked. Es kann aber auch sein, dass er ebenfalls auf anderen Chains aktiv ist. Und das werden wir jetzt gleich sehen. So, irgendwie möchte die Seite gerade nicht laden. Das heißt, wir gehen mal zurück und schauen uns eine andere Transaktion an. Hier 800 Atom. Schauen wir uns das mal an. Atom, gehen wir hier drauf. Sehen wir, das ist ein IBC-Transfer. Gehen wir auf diese Adresse. Und dann kopieren wir uns die und geben die mal hier oben ein. Hier können wir übrigens das auch wieder löschen, dann die Seite. Wenn wir die neue Adresse eingeben, gehen wir auf Let's Go. Und dann warten wir, bis die geladen hat. Und hier geht es alles viel, viel schneller. Und hier sehen wir, 40.000 sind drauf, 9.000 sind praktisch liquide, 31.000 sind gestaked, 45 Euro wieder, also Dollar in wieder in Staking, in Staking Rewards gerade. Hier sehen wir einzelne Sachen, die liquide gerade sind. Das heißt, 4.600 USDC sind drauf, da ist 1.251, dann hier noch die 2.853 Osmo. Dann können wir hier noch die Staking sehen. Also das heißt, der ist in keinen Pools drinne. Das heißt, hier sehen wir einmal Juno gestaked, Stars gestaked, Atom, Akash, Region, Osmo, Loom und Chihuahua. Dann sehen wir hier die einzelnen Pools auf Osmosis. Dort ist er in den Pools drinne. Ich brauche ihn nicht alle nochmal vorlesen. Und dann ist er nochmal auf Uniswap in diesen Pools drinne. Das heißt, das ist wirklich eine super solide und einfaches Tool, um sein Portfolio zu tracken und auch andere Portfolios zu tracken. Das heißt, wenn du von deinem Kollegen die Cosmos-Adresse kennst, kannst du einfach hingehen, das hier eingeben, also du kannst hier ruhig auch noch ein weiteres Wallet hinzufügen, praktisch so mehrere Wallets dann gleichzeitig haben. Oder du gehst einfach wieder auf Löchstehen raus und sagst, okay, ich möchte dir jetzt von meinen Kollegen angucken, gehst drauf und schon siehst du dann das komplette Portfolio von ihm. Nachdem wir jetzt hier relativ easy einen perfekten Überblick über unser Portfolio haben, können wir jetzt noch diese andere Website nutzen, und zwar die hier, um unsere Staking-Tags zu machen. Das heißt, hier wird alles dokumentiert und wir können es als CSV weitergeben an unsere Steuer. Dafür können wir einfach mal das hier öffnen. Komm, wir machen einfach weiter mit dem, seinem Account. Gehen wir auf, searchen wir das. Jetzt wird die Adresse geladen und das dauert ein bisschen, bis wir dann alles aufgelistet bekommen. Nachdem ich nicht mal 30 Sekunden gewartet habe, hat sich dieses Fenster hier geöffnet. Das heißt, hier können wir jetzt auf OpenCSV gehen und schon kommen wir in die komplette Ansicht von dem seinen Atom. Hier sehen wir alle Transaktionen, die gemacht wurden, also Receive, Send, also die hier wurden weggesendet von dem Wallet, die hier wurden praktisch empfangen. Und so können wir im Endeffekt komplett durchgehen. Hier sehen wir noch visualized im Endeffekt, welche Zeitspanne wir hier gerade uns befinden. Das heißt, da können wir eigentlich relativ easy und schön durchgehen. Hier sehen wir auch nochmal die Gesamtanzahl von Atomen. Hier waren es zum Beispiel 300, hier im Maximalpunkt waren es 814. Und so kann man relativ gut easy da durchgehen. Wir können auch noch Download CSV und können das zum Beispiel auch in diese ganzen Tools hier praktisch importieren.
Oder wir lassen es einfach als Default, können das downloaden und dann sieht das im Endeffekt, sieht das so aus. Ja, und das können wir theoretisch einfach nutzen, dann um unsere Steuern zu machen. Das ist nicht aufwendig, aber es ist halt, man muss es sich dran gewöhnen. Ne? Also man muss da erstmal hier durchblicken, was wie was gemacht wird. Aber ich glaube, dann ist es schon ein relativ easy und einfaches Tool. Wenn du das jetzt mit deiner eigenen Adresse machen willst, gehst du hier unten nochmal auf Back. Dann löschst du die Adresse raus. Kopierst du deine eigene Adresse. Gehen wir hier mal auf meine Atomadresse. Geben die hier ein. Search. Dann sucht er die wieder und dann wird die geladen. Und eigentlich dürfte das nicht so lange dauern. Denn ich habe eigentlich auf dem Account keine Atom gestaked. Ja, wir sehen schon, das geht viel, viel schneller. Warten wir kurz. Dann öffnen wir den auch. Und hier sehen wir noch den Chart von mir. Hier sehen wir, einmal hatte ich 75 Atome. Ich glaube, das war, als ich ein Ether verkauft hatte. Hier sehen wir die einzelnen Transfere. Wenn wir das nochmal richtig schauen wollen für meinen Account, wo ich eben meine Atome stake. Und hier können wir die Cosmos-Adresse reinkopieren. Jetzt dauert das wieder ein bisschen und dann schauen wir uns meinen Staking-Account an. So, das hat dann auch wieder relativ schnell geladen, weil hier nicht so viel los ist. Gehen wir auf CSV und schon sehen wir hier im Endeffekt einen anderen Chart. Denn hier sind die immer noch alle drauf. 136 Atome aktuell. Hier sehen wir dann auch Staking, die einzelnen Sachen, die da passiert sind. Und so kann man halt im Endeffekt durch sein Portfolio gehen. In der Zeit hier ist alles aufgelistet, man kann alles nachvollziehen. Man muss nicht unbedingt lästig eine Excel-Tabelle führen, um halt am Ende vom Jahr durchzublicken. Das war es auch schon mit dem kurzen Video. Ich verlinke dir beide Webseiten mal in den Kommentaren. Das heißt, du musst da nicht lange suchen, du kannst dich einfach da mal anschauen und kannst das mal durchrechnen mit deinem eigenen Portfolio bzw. mit deinem eigenen Cosmos-Account für die Steuern oder eben, das finde ich wirklich geil, für dein Portfolio. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag, genieß den Tag und share das Video gerne mit einem Freund, wenn du auch sagst, okay, der soll auch mal wissen, wie man sein Portfolio richtig trackt oder seine Steuern macht. Und lass mir ein Abo da, ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.